8 Wochen auf Mallorca klingt nach dem Traum eines jeden deutschen Urlaubers eigentlich. Für die Kegelbrüder wurde dieser aber zum Albtraum. Sie saßen jetzt 57 Tage in Untersuchungshaft und jetzt endlich sind sie alle frei, kommen auf Kaution frei. Zurück in Deutschland wird ihre Ankunft von Freunden und Familie gefeiert. Hier sehen wir sie umringt von der Familie, von Freunden. Endlich sind diese 57 Tage im mallorquinischen Knast beendet. Hier wird gewunken. Hier werden sie auf dem Flugfeld bereits in Empfang genommen. Das sind die fröhlichen Bilder nach diesen Horrortagen auf Mallorca. Freiheit. Bodenkontakt mit der Heimat. Nach 8 Wochen des Leidens, der Ungewissheit und der Angst. Der Empfang am Flughafen bei Münster, euphorisch. Ein Vater der Brüder holt sie auf Mallorca ab, fliegt mit ihnen zurück nach Deutschland. Das ist natürlich unbeschreiblich. Ich habe im Flieger schon das erste Video aufs Handy bekommen von den vielen Leuten, die hier sind und die den Anflug der Jungs hier begleitet haben. Und ich glaube, wenn man Emotionen pur beschreiben möchte, dann ist das genau diese Situation, die hier gerade passiert. Weil was kann es Schöneres geben? Unglaubliche 8 Wochen sitzen die Kegelbrüder im mallorquinischen Knast. Am Freitagabend dann endlich ihre ersten Schritte in Freiheit. Warum auf einmal die Entlassung? Nach Bildinformationen legen die Anwälte der Kegelbrüder dem spanischen Gericht in den letzten Tagen Nachweise über deren Wohnsitze und Arbeitsverträge vor. Diese sind nun ins Spanische übersetzt. Das wertet die Staatsanwaltschaft als neuen Umstand, der die Fluchtgefahr verringert. Die Kegelbrüder kommen auf Kaution frei. Aber komplett von allen Problemen befreit sind die Jungs noch nicht. Der Gerichtsprozess steht erst noch an. Es wird weiter gegen die Deutschen ermittelt, weiß auch die Anwältin der Angeklagten. Es gibt noch viel zu tun und das wird heute, also das wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten nicht ändern, sondern dass wir brauchen viel, viel Zeit, um das alles zu ermitteln. Rückblende. 20. Mai diesen Jahres. Die Why Not Mallorca Bar steht in Flammen. Das Inferno zerstört auch ein darunterliegendes Bordell. Der Vorwurf der spanischen Justiz? Die Kegelbrüder, die in dem Hotel daneben wohnen, haben brennende Zigarettenstummel auf das Reetdach der Bar geschnippt und so den Brand ausgelöst. Die Jungs werden festgenommen, landen in U-Haft. Jetzt sind sie also endlich wieder frei. Samstag früh stehen die Kegelbrüder auf dem Flughafen von Mallorca, können ihren Heimflug kaum noch erwarten. Das war eine sehr, sehr, sehr anstrengende Zeit und wir sind eigentlich alle nur glücklich. Und hier alle glücklich zu machen, die Jungs wieder in die Hände der Eltern zu geben und der Familien, der Verwandten, der Freunde, was soll es denn Schöneres geben heute Morgen? Ausreise in letzter Sekunde. Denn die gesamte spanische Justiz geht in den kommenden Tagen für 4 Wochen in die Sommerpause. Freilassungen in dieser Zeit? Keine Chance. Fast wären aus 8 Wochen Knast sogar noch 12 geworden. Glück im Unglück. Die Erleichterung umso größer. So was hat man lang Und auch wenn der Prozess gegen die Jungs noch aussteht, den mallorquinischen Knast müssen sie wohl nicht noch einmal von innen sehen. Nein, Deutschland muss nicht ausliefern. Es gibt kein europäisches Haftbefehl gegen die Jungs. Sie kommen am freien Fuß und bleiben da und führen sein normales Leben, als ob nicht ein Verfahren hier existiert wurde, weil wir kümmern uns vor Ort. Ja. Freiheit. Der Horror ist vorbei. Jetzt drücken wir den Kegelbrüdern die Daumen, dass ihre Unschuld bewiesen werden kann. Denn dann wird ein weiteres Mal gejubelt. Unser Bildreporter Jörg Völkeling hat den Fall wie kein zweiter für uns verfolgt.
Jörg, 57 Tage im Gefängnis. Wir haben die Bilder gesehen von der Freilassung, von der Familie, von den Freunden. Wie haben die Kegelbrüder auf dich gewirkt? Ja, ein Riesenstein ist ihnen vom Herzen gefallen, auch wenn dieses Damoklesschwert weiter über ihnen schwebt. Aber man muss sich vorstellen, sie sind fest verankerte Jungs, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben, die in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv waren, die sozial verankert sind, die sich vorher nie was zu Schulden kommen lassen haben und teilweise auch noch nie in ihrem Leben in einem Flugzeug saßen. Mallorca, die 3 Tage, das sollte wirklich ein Ausbruch aus dem Alltag werden und ist dann wirklich so ein Drama geworden für sie. Es war einfach grenzenlose Erleichterung. Sie haben geweint im Auto des Pfarrers, das Pfarrerehepaar, das Evangelische, das dort auf Mallorca arbeitet, hat uns das geschildert. Sie haben ihnen die Handys gegeben, weil ihre eigenen Handys immer noch beschlagnahmt sind von der Justiz, damit sie erstmal nach Hause telefonieren können. Und dann haben sie ihren ersten Wunsch erfüllt, das war einfach mal wieder eine Pizza zu essen. Sie haben ein Bierchen ausgegeben und die ganze Nacht, das war nur eine sehr kurze Nacht von der Haftentlassung bis zum Abflug, kein Auge mehr zugedrückt. 57 Tage lang saßen sie in Untersuchungshaft. Warum hat das so lange gedauert? Das hat, glaube ich, sehr viel mit der Person des Untersuchungsrichters Antoni Rottger zu tun, der als sehr hartnäckig, als sehr streng hier auf Mallorca gilt, der viele Beweise eigentlich schon zum Anfang auf dem Tisch hatte. Zum Beispiel auch dieses bekannt gewordene WhatsApp-Foto, wo man zwei von den Kegelbrüdern auf einem sehr weit von dem Brandort entfernten Balkon sieht und hinter ihnen einen unbekannten Mann, der sehr viel näher an diesem Schilfdach steht und möglicherweise auch eine Zigarette in der Hand hat. Dieser Mann ist bis heute nicht mal vernommen worden. Und man fragt sich schon, warum die Guardia Civil auf Mallorca sich so schnell auf diese 13 Jungs eingeschossen hat. Bei diesem Vorwurf ohne Vorsatz wären die in Deutschland niemals im Gefängnis gelandet, ganz unabhängig von der Schuldfrage. Und es bedurfte dann viele Anläufe. 500.000 Euro musste zusammengesammelt werden als Solidarhaftung, um diesen Schaden erstmal sozusagen abzusichern, auch wenn gar nicht klar ist, ob diese Jungs wirklich den Schaden verursacht haben. Und dann haben die Anwälte einen glücklichen Umstand ausgenutzt. Der Richter war Ende vergangener Woche im Urlaub. Einige in Justizkreisen sagen Bild auch, er wurde quasi gedrängt, Urlaub zu nehmen, damit er das Gesicht wahren kann in dieser ganzen Affäre. Und seine Vertretungsrichterin hat dann den Freilassungsbefehl sozusagen unterschrieben. Die Staatsanwaltschaft, auch das brisant, hatte wohl schon Anfang Juni, hätte einer Entlassung auf Kaution 12.000 Euro wie bei den anderen 4, die damals freigelassen wurden, schon zugestimmt. Und so kam es jetzt dazu, dass sie nach 8 Wochen endlich nach Hause gehen konnten. Und man kann schon unter dem Strich sagen, ohne da wirklich jetzt die Objektivität aus dem Auge zu verlieren, das ist schon ein kleiner Justizskandal, der da zu Ende geht. Auf jeden Fall. Und er ist auch noch nicht zu Ende. Jörg Völkeling, du verfolgst den Fall für uns weiterhin. Vielen Dank für den Moment.